Ja, der Skilift, der neue Skilift hat eine enorme Bedeutung. Einmal für den Tourismus, weil das obere Gebiet jetzt besser erschlossen ist und damit auch besser genutzt werden kann. Für uns von der Rennorganisation für die WM ist es auch, bringt enorme Vorteile mit sich, weil der Umlauf für die Athleten und für die Helfer, die an der Piste arbeiten, einfach ein höherer ist. Der Umlauf ist schneller. Wir haben bessere Möglichkeiten, die Logistik an der Strecke zu betreiben. Und natürlich ist es insgesamt auch ein schönes Bild, wenn eine neue Liftanlage zu einer Weltmeisterschaft errichtet wird. Also dieser Lift führt einen sowieso mit an die schönsten Fleckerl, die wir im Gebiet haben. Die Aussicht ist unvergleichlich. Gleichzeitig haben wir hier das Starthaus für unsere Kandahar. Man sieht also, wie nah Rennsport und Tourismus und Erholung zusammenliegen. Und das verbindet dieser Lift. Er führt zum einen zur vielleicht mit schwierigsten Abfahrt überhaupt im Weltcup, zur einzigen wirklichen Hammerabfahrt in Deutschland, aber er führt den Menschen einfach auch dorthin, wo er die Seele baumeln lassen kann, wo er die Berge, die Natur genießen kann und einfach ein Aha-Erlebnis hat, was einen auch wieder, sagen wir mal, trägt, wenn man nach Hause gekommen ist, wo man sich gern erinnert. Und für uns Garmisch-Partenkirchner hat jetzt wirklich dieses Klassikgebiet in Talnähe einen runden Abschluss. Wir sind perfekt aufgestellt. Man muss nicht mehr weiterfahren nach Österreich, sondern unsere Abfahrten sind perfekt präpariert, gut ausgebaut und die Aufstiegshilfen, ja, die ergeben keine Wartezeiten mehr. Der neue Kandahar Express ist wirklich toll für Touristen, also für Familien und aber auch für die Rennfahrer. Also speziell der Lift, wir beide haben schon getestet, der hat eine tolle Kindersicherung. Da können die Kinder nicht mehr unten durchrutschen, eine Sitzheizung, also ist wirklich komfortabel. Und für den Rennsport bedeutet das jetzt im Hinblick auf das Weltcup-Finale, bedeutet das natürlich, dass der Transport von den Athleten wesentlich schneller vonstatten geht. Es ist eigentlich moderner, man hat nachgezogen. Im Endeffekt mit anderen modernen Skigebieten und auch im Hinblick auf die Ski-WM in Garmisch 2011 ist es eine tolle Sache und ist es notwendig. Also es ist wirklich schön. Es ist wichtig für die Zukunft des Weltcups hier in Garmisch-Partenkirchen, dass wir moderne Liftanlagen haben und insgesamt das gesamte Trainingszentrum. Jetzt ist das einzige Trainingszentrum für die schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G. In Deutschland ist es für uns von enormer Bedeutung, dass wir hier letztendlich insgesamt ein gutes Paket haben, dass die Athleten schnell wieder heraufkommen zum Start, dass wir sicher trainieren können, dass wir anspruchsvolle, aber auch variable Pisten haben und genau das ist letztendlich hier in Erfüllung gegangen. Gut, für den Leistungssport ist es natürlich sehr wichtig für uns, dass wir jetzt eine Kapazität haben, wo wir die Läufer sehr zügig raufbringen, auch unsere Helfer vom Umlauf her sehr zügig aufbringen können an den Start. Das ist natürlich ein Riesenvorteil mit einem Zwischenausstieg. Für den Touristen natürlich in dieser Lage, sieht man heute bei dem Wetter, natürlich ein Traum. Und mit der Beförderungskapazität von 2000 Personen in der Stunde ist natürlich damit schon getan gegenüber der vorherigen Bahn.